Und jetzt sind wir an dem denkwürdigen Ort, wo der letzte Akt der blutigen Schlacht von Ligny am 16. Juni 1815 stattfand. Der Schlacht zwischen Franzosen unter Napoleon und den Preußen unter Marschall Blücher. Hier oben sind wir bei der Mühle von Bussy, dem Aussichtspunkt von Blücher, und wir sehen unten im Tal den Ort Ligny liegen mit seiner Kirche. Zu Beginn der Schlacht war Ligny in preußischen Händen, wurde durch schwere Kämpfe seitens der Franzosen erobert und Preußen mussten sich auf die nördlichen Höhen zurückziehen. Von hier aus versuchte Marschall Blücher bei Einbruch der Dunkelheit einen letzten Kavallerieangriff unter seiner eigenen Führung in Richtung der französischen Linien. Sein Pferd wurde aber unter ihm hinweg erschossen und Marschall Blücher stürzte und wurde von seinem Pferd begraben. Im Gegenangriff ritt an ihm die französische Kavallerie vorbei. Sie bemerkte ihn nicht. Sie kam zurück und bemerkte ihn in der Dunkelheit ein zweites Mal nicht. Und durch diesen Glücksfall konnten Ordonnanzoffiziere Blücher helfen und sich mit ihm in Richtung Wavre und später nach Plancenoit, Richtung Waterloo zurückziehen, wo er die preußischen Truppen dem General Wellington zur Verfügung stellen konnte. Und diese Verbindung der beiden Armeen führte letztlich dazu, dass Napoleon in Waterloo geschlagen wurde. Es wäre vielleicht ganz oder ganz sicher, muss man sagen, anders ausgegangen, hätten die Franzosen den gestürzten Marschall entdeckt, hätten ihn gefangen genommen. Möglicherweise wäre Napoleon dann in Waterloo als Sieger hervorgegangen, denn er hätte es nur noch mit Wellington alleine zu tun gehabt, und was Napoleons Plan entsprochen hat. Napoleon wollte die Engländer und die Preußen getrennt schlagen und auf alle Fälle vermeiden, dass sich die beiden Armeen vereinigen konnten. Und genau das ist passiert, indem eben Blücher Wellington in Waterloo zu Hilfe kommen konnte. Jetzt stehen wir auf dem Schlachtfeld von Waterloo, und zwar eigentlich genau auf den französischen Linien. Von dort aus blicken wir im Hintergrund auf den Löwenhügel. Dort befanden sich die gegnerischen Linien, das heißt die Verteidigungsstellungen der Briten. Dort wurde später nach dem britischen Sieg der berühmte Löwenhügel errichtet, den man auch besteigen kann und von dem man einen weiten Blick hat über das Schlachtfeld selbst. Am Ende der Schlacht wurden die französischen Truppen durch das Eingreifen Blüchers und der Preußen zurückgedrängt durch die Briten, wieder bis auf ihre ursprünglichen Ausgangslinien zurück. Und als sich die Niederlage der Franzosen abzeichnete, trafen sich General Wellington und Feldmarschall Blücher hier nebenan im Gasthaus zur Belle Alliance und beglückwünschten sich gegenseitig als Sieger der Schlacht von Waterloo. Hier befinden wir uns in dem befestigten Gehöft von Hougoumont, eine der drei vorgeschobenen Stellungen vor den britischen Linien. Die drei vorgeschobenen Gehöfte waren Papelotte auf dem linken britischen Flügel, in der Mitte Haie Sainte und eben auf dem rechten Flügel Hougoumont. Papelotte wurde erobert, Haie Sainte in der Mitte wurde kurzzeitig erobert, aber Hougoumont konnte von den Franzosen auch in neunstündigem Kampf nicht erobert werden. Es gelang den Franzosen kurzzeitig, durch das Nordtor in den Hof einzudringen. Die Briten verriegelten hinter ihnen das Tor und dezimierten sämtliche Eindringlinge. Hougoumont
in heldenhafter Verteidigung der Briten hielt 9 Stunden lang, bis am anderen Ende des Schlachtfeldes endlich die Preußen unter Blücher auftauchten und damit entscheidend in die Schlacht eingreifen konnten. Damit war für Napoleon die Schlacht verloren. Es war sein Waterloo. Jetzt sind wir hier in der Stadt Wavre auf der Christusbrücke, Le Pont du Christ. Auch diese Brücke hat eine Beziehung zum letzten Feldzug von Napoleon und zur Schlacht von Waterloo. Zuvor waren die Preußen bei Ligny, etwas südlich von hier, geschlagen worden und hatten sich dann nach Norden hin, nach Wavre, zurückgezogen. Die Franzosen haben erst am folgenden Tag die Verfolgung aufgenommen und standen dann hier vor den Toren von Wavre, vor dem natürlichen Hindernis des Flusses der Dille oder Deile auch auf Niederländisch, die an den Mauern der Stadt vorbeifließt. Die Preußen waren in der Stadt und verteidigten die Stadt vor den angreifenden Franzosen. Es war aber in Wavre nur die Nachhut der Preußen, die das französische Armeekorps des Generals Grouchy aufhielt. Die Hauptmacht der Preußen war durch den Zeitvorsprung bereits Richtung Westen, Richtung Mont-Saint-Jean bei Waterloo aufgebrochen, um dann bei Plancenoit auf das Schlachtfeld von Waterloo zu gelangen und sich mit den Briten zu verbündeten. Und genau diese Vereinigung der preußischen, schlesischen Armee Blüchers mit den Truppen von Wellington führte zu der Übermacht, die für den Ausgang der Schlacht von Waterloo und Napoleons Niederlage dort entscheidend war. Die Kämpfe hier auf der Christusbrücke in Wavre fanden zeitgleich mit der Schlacht von Waterloo statt am 18. Juni 1815. Preußische Nachhut kämpfte an dieser Stelle gegen die Schweizerische Fremdenlegion Napoleons, die große Mühe hatte, diese Brücke einzunehmen, und die Brücke wechselte mehrmals die Seiten und konnte dann schließlich von den Franzosen eingenommen werden, aber die Truppen, die hier lange Stunden gebunden waren, fehlten dann eben Napoleon in der Schlacht von Waterloo. Und es, so wie Wellington in Waterloo sagte, ich wollte, es wäre Nacht und die Preußen kämen, tatsächlich kamen 3/4 der preußischen Armee bei Plancenoit auf das Schlachtfeld von Waterloo und es war entscheidend für die Niederlage Napoleons.